Moin moin lieben Freunde und willkommen zurück hier bei Gametastic. Hier ist Raphael und ich habe heute eine weitere Ausgabe unseres Madden NFL 21 Owner Mods mit den Las Vegas Raiders für euch. Und ja, wir stehen 0-2. Die Chiefs 2-0, die Broncos 1-1, die Chargers 0-2. Ja, die Chiefs werden wieder das Zingrun an der Waage sein und heute geht es gegen einen richtig guten Gegner. Die Baltimore Ravens warten auf uns leider. Das könnte eine sehr enge und eine heiße Partie werden, aber ich will gar nicht lange rumlabern, denn ich will einfach reingehen in die Partie und das Ding gewinnen. Ja, und ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf, Leute, dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Viel Spaß, genau. Viel Spaß beim Gameplay. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt und dann sehen wir uns gleich wieder, hoffentlich mit dem ersten Saison-Sieg. So, Henry Rux mit dem Return in unserer Hälfte, in unserem Stadion auch. Das immer noch diesen beschissenen Rasen hat und das regt mich richtig auf. So, nur die ganze Karriere mit so einem scheiß Rasen spielen. Sieht absolut beschissen aus. Front 7 macht direkt mal Druck hier. Das wird heute auch kein Kindergarten, also. Weiterhin ja All Madden und das ist. Schöner Ball. Gerade Brown Run ist einfach bei Caldwell richtig gut. Das ist ja auch was wir sonst so definitiv mal nicht gesehen haben. Waller auch schön. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir hier vorangehen. Ich will zu oft und tief auf Rux. Der Safety hat gut aufgepasst. Übrigens ein neues Defensive Playbook jetzt ausgewählt. Und zwar das der Kansas City Chiefs. Ja, unser Kontrahenten. Kann ja gut funktionieren. Und da, ich wünsche mir das, in den Situationen wünsche ich mir halt eigentlich, dass da der Safety noch mehr vorangeht, ja. Schade. Lamar Jackson läuft selber. Oh, und was für ein Ding wieder. Und dann müssen wir versuchen, vielleicht können wir ihn mal zum Fummeln bringen. Ja, wieder ein guter Lauf von Ingram. 8 Jahre als Raumgewinn, 2002. Müssen wir mal sehen, wohin die Reise geht. Wieder eine Option. Das ist wieder Lamar Jackson, aber es ist wieder ein First Down. Alter. Der mal läuft nur. Oh! Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Lamar Jackson verletzt. Jetzt spielt Huntley. Und das ändert einiges. Das ändert einiges. Ich sag euch, wie es ist. Ich bin gespannt, wann Jackson zurückkommt und ob er zurückkommt. Das ist natürlich ein herber Verlust. Huntley natürlich bei weitem nicht so gut. Hurst mit dem Sack jetzt, 3. und 14. Und es bleibt hier weiterhin Huntley auf dem Rasen. Und das haben wir gut verteidigt. Mal sehen, wann Lamar Jackson zurückkommt und ob. Wie gesagt, das ist die große Frage dieser Partie. Kein guter Punt. Wir starten hier jetzt an der 22 in die Verlosung. Ball weg. Ball wegwerfen. Eine Flag. Intentional Grounding. 2. und 24. Das ist bitter. Trotzdem jetzt hier 8 Yards rausgeholt. Okay.
Sehr schön. Gutes Play. 4 von 5 für 79 Yards. Caldwell bisher wirklich sehr gut unterwegs. Und wir wollen natürlich versuchen, genau da weiterzumachen. Alter, aber das Laufspiel ist... Ich finde, das Laufspiel ist hier auf der Next-Gen-Version sehr, sehr viel schwerer geworden, als es zuvor war. Alter, was waren auch... Also ich verstehe nicht, warum die Routen da sind, wie sie sind. Ich möchte das auch gerne nochmal mit euch im Play einmal im Replay anschauen. Also wir haben eigentlich... Eigentlich soll Rux hier nach vorne laufen. Und dann... Das war doch gar nicht das Play, was wir hatten. Hatten wir nicht ein ganz anderes Play? Sollte er nicht vorlaufen und dann hier abbiegen? Also... Ihr habt es ja gesehen, ihr könnt nochmal zurückspulen. Ich bin doch der Meinung, wir hatten doch ein ganz anderes Play. Der soll doch auf einer ganz anderen Route sein. Wir hatten doch hier, wo war's? Ja, jetzt finde ich es hier nicht, aber ich weiß, wenn ich auf Formation gehe, Gun. Hier, das Play. Y. Das Play hatten wir doch. Hatten wir nicht dieses Play? Und warum ist es dann ganz anders bitte gelaufen, als es laufen sollte? Also das verstehe ich nicht. Ich meine, so läuft's gut. Ja, so nehme ich es mit. Aber das hätte doch davor schon so sein sollen. Aber man merkt schon, die Throw-Power von unserem Rookie, die ist brutal, ey. Der hat einen brutalen Arm. Vielleicht ziehen wir hier den nächsten Patrick Mahomes groß. Überragend. So, neuer Erster und 10 und weiterhin Lamar Jackson verletzt. Alter, was für Catches. Also ganz wilde Dinger, die hier passieren. Weiterhin ganz, ganz wilde Geschichten, die sich hier zutragen. Ganz, ganz wilde Geschichten. Aber vielleicht gelingt es uns jetzt hier mal wirklich einen Sieg zu holen. Und das gegen eines der besseren Teams tatsächlich. Bin sehr gespannt. Wir wollen auf jeden Fall oben mitkämpfen, auch wenn natürlich jetzt hier gerade der Starting Quarterback fehlt, der Nominelle. Auch wieder ganz anderes Play ausgewählt. Ich komme mit diesem Ding noch nicht zurecht. Die Playwahl, die ist für mich einfach wirklich aktuell noch sehr undurchsichtig. Ich komme damit noch nicht klar. Ich verdrück mich regelmäßig. So, weiter in Handley. Es geht Richtung Field Goal Range auf jeden Fall. 2006, es könnte sein, dass Lamar Jackson hier definitiv länger ausfallen wird. Alter, der war ja komplett frei. Komplett, also da war ja keiner da hinten. Da war ja absolut niemand. Und der Lauf. Ah! Knapp! 14 Inches. Und die gehen dafür. Ich habe auch das Gefühl, die haben die CPU hier ein bisschen nach Ultimate Team programmiert. 2-Minute Warning. So, Block, aber die wissen ja, irgendwie spielen die jetzt auch mittlerweile Fakes aus. Deswegen keine Ahnung, was wir jetzt hier ernst nehmen sollen. Kein Fake. 7-3. Ja, die Baltimore Ravens kommen leicht ran hier. Das ist wirklich, man kommt da nicht. 3 Rushes minus 3 Yards. Das Laufspiel ist wirklich der reinste Mist. Finden wir uns überhaupt noch nicht ein. Kein Ball. 3. und 13. Also ich bin sehr impressed von der Throw Power, die unser Junge hat. Nur scheiß Plays. Sehr schön. Waller aber hat den Ball. 6 von 9, 146 Yards. Laufspiel, wie gesagt, ist bisher nicht das, was ich mir wünschen würde.
Alvin Kamara mit dem Catch. Das ist eben eine Stärke, die er hat. Ach, jetzt habe ich eine Formation ausgewählt, ne? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Hier ist hier gefühlt nach derselben Formation aus. Jones mit dem Catch. Weiter geht's. 48 Sekunden. Ey, Zeit läuft. Ich habe keine Zeit. Ey, oh. Das ist Clock Management wirklich aller Raffa. Das kann man anders nicht sagen. Clock Management aller Raffa. 15 Sekunden. Ey. Lassen die Rucks gerade so offen? Ist das jetzt Absicht? Junge, Junge, das ist Absicht, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Du kannst doch nicht Henry Ruggs so offen lassen. Unser deutlichen Number One Receiver lassen die so gehen. Oh oh. Timeout. Waller. Alter. Nein! Ey, ganz ehrlich, da kannst du nicht Timeout drücken. Mann! Und der fällt nicht in die Endzone. Da fehlt, da hat... Millimeter. Millimeter haben da gefehlt. Oh Mann, ey. Ich sehe eure Kommentare. Zeitmanagement aller Raffa. Ich hätte am Anfang diese ganze Zeit da niemals liegen lassen dürfen. Ach, Junge, Junge, Junge. Ja, Lamar Jackson ist scheinbar raus. Ich meine, das ist gut für uns. Die Ravens natürlich trotzdem irgendwie mit ihrem Gameplan am Start. Oh, da ist er frei, ja. Das war jetzt der Fullback oder so, den er da angespielt hat. Ja, und Huntley kommt nicht durch. Der hat nicht die Mobilität, die eben Lamar Jackson hat. Das ist auch schwer zu erreichen, um ehrlich zu sein. Aber es ist trotzdem auffällig. Sie versuchen weiterhin an dem Gameplan irgendwie an dem Spiel festzuhalten. Klappt nur halt bedingt nur. So, Lauf durch die Mitte. Wieder ein guter Lauf, wieder ein guter Raumgewinn von Ingram. 2-3, 45 Yard in die Endzone. Ja, und dann wird er schön vergenusswurzelt hier. Hunter mit einem halben Sack immerhin. Unser Rookie. Ich bin bisher wirklich zufrieden mit der Leistung der Rookies. Ich muss auch sagen, Quarterback, ganz ehrlich, klar, Interceptions sind da. Manche Würfe sind noch nicht 100% genau, aber ansonsten. Die Anlagen, überragende Wurfanimation, gute Throw-Power. Und dieser Throw and Run, das ist überragend. Und die spielen den aus, ne? Ey, die spielen den wirklich aus, ne? Die spielen den wirklich aus. Und dann Huntley zum First Down. Ich find's krass, wie die CPU mittlerweile selber so richtig aggressiv spielt. Das ist schon irgendwie beeindruckend, finde ich. Oh. Nance läuft vorbei. Und das ist ein enges Spiel für uns. Wir haben die ersten beiden Spiele wirklich auf den Nuss bekommen. Ich weiß, natürlich wollt ihr irgendwie lieber Siege sehen, aber nur zu gewinnen ist erstens kacke und zweitens ist es gut, wenn man sich anstrengen muss, um zu gewinnen. Und wenn du Fehler machst und du verlierst, dann ist es mir lieber, dass es so läuft, als dass wir nur gewinnen. So, 40 Sekunden, 7-3, relativ enger Spielstand. Und ich glaube, gerade mit den ganzen jungen Spielern können wir hier was richtig Gutes zusammenbauen. Was richtig Großes uns aufbauen. Deutlich überworfen. Dritter und 16. Huntley. Maximal jetzt das Field Goal. Und ich glaube nicht, dass sie den ausspielen. Man weiß es nie. Auf einmal wieder Fake. Nee, der sitzt, der ist gut. 6-7, es bleibt eng. Es bleibt eine enge Partie. Und jetzt eher mit den Laufspielen versuchen. Alter. Wir haben 4 Rushes minus 8 Yards gegen diese Front 7.
Der Ravens. Das muss man sich mal vorstellen. Sie pressen Rux. Ja, hätte man wahrscheinlich auch mehr rausholen können als das hier. Jawohl, neuer Erster. Heute funktioniert. Das ist Play. Henry Rux ist in der Zone. Ich würde ja gern viel mehr laufen. Aber ich habe Angst. Was sind das für Animationen? Der Ball musste weg. 2010. Im Bounce bleiben, ein bisschen Zeit runterlaufen lassen. 3. und 7. Jawohl, wichtig. Wichtig. Und jetzt wirklich versuchen, runterzulaufen, das Ding. Wir haben noch keinen positiven Raumgewinn über einen Lauf gemacht. Alter. Das ist insane, oder? Was ist denn hier los mit dem Runblock? Was ist hier mit dem Runblock los, meine lieben Freunde? Ey, das ist einfach, die kommen nicht aus dem Tritt. 30 Yards in die Endzone, jetzt sehen wir natürlich das Field Goal mit, ist ja klar. Oh, perfekt getroffen. Sehr schön. Guter Versuch. 10-6. Das ist natürlich noch lange nicht gegessen hier, das Ding. Die New York Jets stehen 2-0. Und die Patriots 0-2. Das siehst du auch nicht alle Tage. So, jetzt gehen wir natürlich hier in eine Dollar-Formation. Ich meine, das ist klar. Wir müssen jetzt hier einfach nur den Pass verteidigen. Das ist das Schöne. Das funktioniert für uns ganz gut. Two-Minute Warning. 2005. Wieder relativ kurze Bälle, aber sie gehen dann ins Aus. Also das ist schon smart. 1,55. Und jetzt inbounds lassen. Die Zeit muss laufen. Eieiei, sie machen das gut, ey. Die machen das gut. 25 Yards in die Endzone. Huntley. Es bleibt hier weiter spannend. Und er hält den Ball fest. 12 Yards noch. Meine Güte. Es ist aber ein First Down. Alter. Ich raste aus. Ich glaub's nicht. Ja! Alter, wie eng ist das? Ich glaub's nicht, ich dachte, wir gewinnen hier! Meine Güte, ey! Ja! Ja, so, so! Timeout, letztes Play. Wahrscheinlich das letzte Play. 7 Sekunden. Ey, was ist denn das hier auf einmal? Jawohl. Gerade so. Junge, war das spannend, ey. Junge, war das spannend. Hilfe, ey. 10-6. Enge Partie.
wenig Punkte. Trotzdem verdienter Sieg für uns. Lamar Jackson wird den Ravens fehlen, aber Hunter hat es am Ende gut gemacht. Richtig, richtig stark. Aber trotzdem der erste Saisonsieg. Endlich. 1-2. Wir sind wieder da. Henry Rux ist wieder da. Und so macht das Ganze doch Spaß. Wir schauen uns die Statistiken an. 254 Yards geworfen. Ein Touchdown. Bruce Caldwell 111. Das Rating sehr schön. 73% Completion Percentage. 43 Pass. Da war einiges dabei. Das freut mich wirklich persönlich sehr für unseren Rookie Quarterback. Und ich hoffe, das Spiel hat euch auch gefallen. Es gab nicht krass viele Touchdowns, aber wir arbeiten uns langsam voran. Und ich glaube, das ist wichtig. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, haut rein. Euer Rafa von Game Testicle.